erst das Essensticket in Empfang nehmen, damit am Ende der Wanderung jeder das richtige Menü serviert bekommt. Wir sind 34 und starten an der Munzbacher Kultkneipe Café de la Gare. Keep rolling, 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 though the streams are swollen. Keep them doggies rolling, right through red and blue. Es ist sehr heiß an diesem Montag, über 34 Grad Celsius. All the things I'm missing. Hinter dem Flughafen Findel biegen wir in den Wald bei Neuhäuschen ein. Move 'em on, hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, hit 'em up, rawhide. Cut 'em out, ride 'em in, cut 'em out, ride 'em in. Attraktive Männer und Frauen wandern mit. Wir sind offen für jeden, ob weiblich, ob männlich, ob divers. Natürlich ohne Anmeldung. Sei einfach beim Start mit dabei. Unser Zwischenziel liegt noch etwa 5 Kilometer entfernt auf einer Waldlichtung und zeigt sich als nachgebautes keltisches Dorf. In einer keltischen Holzhütte haben Isabel und ich unsere obligatorische Wanderpause vorbereitet. Es gibt 2 einzigartig leckere Gugelhupfe, die unser Wanderführer Martin für uns gebacken hat. Keltisch ist gälisch und deshalb passt ein gälischer Soundtrack aus Schottland zu unserer keltischen Wanderpause. Unsere Wanderführerin Martina schenkt gekühlten und frischen Fietz aus, ein Apfelwein aus dem Moseltal. Man darf annehmen, dass auch bereits die Kelten vor mehr als 2000 Jahren die berauschende Wirkung des Apfelweines genossen. Wir ziehen weiter. Rolling to Munzbach. Ins Café de la Gare. Mit seinem Interieur, wie zum Beispiel der alten Kegelbahn aus den 40er Jahren, altem Mobiliar und gut gelaunten Menschen, die zum Interieur passen, Kassenautomaten, E-Mail-Schildern und Männern an Telefonapparaten aus der ach so guten alten Zeit. Ein schöner Wandertag geht zu Ende mit Krumper Kichelchan, also Kartoffelpuffern und anderen luxemburgischen Spezialitäten. Dankeschön an alle, die geholfen haben,
dass wir heute so viel Spaß hatten. Oh, the boy.